Als nächstes wollen wir dann uns angucken, wie wir die Ausgangskapazität beim Tiefsetzsteller dimensionieren, das heißt diese Kapazität CA. Machen wir kurz die Schaltung nochmal auf. Ich habe also hier den Schalter, die Eingangsspannungsquelle, Induktivität, Diode und dann den Ausgangskondensator. Und wir wollen uns jetzt angucken, tatsächlich, okay, wie ist dieser Ausgangskondensator zu dimensionieren, dass wir eine gewünschte kleine Welligkeit kriegen. Dazu jetzt kurz eine Vorbetrachtung. Tatsächlich wollen wir den Ausgangskondensator so dimensionieren, dass wenn der Strom durch diesen Kondensator fließt, nennen wir den hier IC, dass die Welligkeit der Spannung relativ klein ist. Das heißt tatsächlich, die Größe des Ausgangskondensators bestimmt die Welligkeit dieser Spannung UA. Und wenn wir jetzt aber diese Schaltung betrachten für Mittelwerte, dann haben wir hier ein Problem, weil tatsächlich für Mittelwerte ja der Strom IL ersetzt wird durch seinen Mittelwert IL, aber auch der Ausgangsstrom IA gleich dem Mittelwert IL ist. Das heißt, hier würde für Mittelwerte rauskommen, dass der Strom durch den Kondensator gleich 0 ist. Das heißt, wir können hier nicht direkt das Mittelwertmodell benutzen, unsere abgeleiteten Größen, um den Kondensator zu dimensionieren, also nicht so schön wie bei der Induktivität. Wir müssen anders vorgehen. Fassen wir es bloß ganz kurz zusammen. Wir haben also das Problem, bei Mittelwertbetrachtung wäre IC der mittlere Strom durch den Kondensator gleich 0 und damit können wir dann die Spannungsänderung nicht direkt berechnen. Das heißt, was wir hier jetzt tun müssen, ist, wir müssen den realen Stromverlauf betrachten. Das heißt, hier können wir nicht direkt unser Kochrezept benutzen, sondern wir müssen den realen Stromverlauf uns anschauen, um den Kondensator zu dimensionieren. Das heißt, wie gehen wir vor? Wir betrachten jetzt mal die Ausgangsseite an diesem Kondensator. Ich habe wieder die Induktivität, den Kondensator und den Lastwiderstand und wir schauen uns jetzt an, was tatsächlich hier ist. Wir werden trotzdem eine Vereinfachung machen. Das heißt, wir nehmen jetzt weiterhin an, dass wir hier diesen Strom durch die Induktivität ersetzen können, aber jetzt ersetzen durch den Mittelwert plus die Kleinsignaländerung Delta IL. Dann wird jetzt hier der Ausgangsstrom fließen durch den Lastwiderstand. Dieser Ausgangsstrom wird gleich dem Mittelwert sein und dann natürlich nach der Knotenregel, wenn dieser Strom hinzufließt, der Strom durch die Induktivität, wird der Kondensatorstrom hier gleich der Kleinsignaländerung Delta IL sein. Das heißt, malen wir das auf, kriegen wir folgenden Verlauf. Wir werden also tatsächlich einen Strom im Kondensator kriegen, IC, der einen dreieckförmigen Verlauf hat und dessen Änderung jetzt tatsächlich entspricht hier der Änderung Delta IL, die wir durch die Induktivität haben. Das hier wird der Stromverlauf sein in dem Kondensator abgeleitet aus dieser Knotenregel. Wir sagen, okay, weil die Spannung sich ja kaum ändert, fließt durch den Lastwiderstand mehr oder weniger ein konstanter Gleichstrom und nur der Wechselanteil des Stroms durch die Induktivität fließt hier durch den Kondensator. Dann haben wir also hier diesen Kondensatorstrom, der sich zwischen Delta IL halbe und minus Delta IL halbe linear verändert während der Periode, die wir dort haben. Das heißt, wir haben hier den Zeitpunkt d mal t, hier haben wir den Zeitpunkt 0 und hier hätten wir dann den Ablauf einer Periode, an dieser Stelle den Zeitpunkt t. Und das wäre jetzt der Verlauf des Kondensatorstroms. Und jetzt ist die Frage, okay, wie dimensionieren wir jetzt an dieser Stelle die Kapazität? Dazu malen wir kurz auf, was verursacht dieser Kondensatorstrom. Tatsächlich, dieser Strom fließt ja in die Kapazität rein und wird die Kapazität hier jetzt umladen. Das heißt, wenn wir die Ausgangsspannung betrachten, die gleich der Kondensatorspannung ist, wird dieser zeitlich veränderliche Stromverlauf, dieser dreieckförmige Stromverlauf dafür sorgen, dass der Kondensator auf- und entladen wird. Das heißt, hier in diesem Bereich zum Beispiel, wenn wir einen positiven Strom in den Kondensator rein haben, wird die Spannung zunehmen und umgekehrt, wenn wir einen negativen Strom haben, wird die Spannung abnehmen. Das heißt tatsächlich, was passieren wird um den Mittelwert der Ausgangsspannung herum, ich male das mal so ein, das wäre jetzt hier UC Mittel gleich UA, wird sich jetzt hier die Spannung ändern und das machen wir jetzt mal stark übertrieben, wenn wir das so einzeichnen, in diesem Bereich hier zwischen diesen beiden Linien wird jetzt die Spannung am Kondensator zunehmen und zwar wissen wir, wenn ich aus dem Stromverlauf den Spannungsverlauf im Kondensator ermitteln würde, müsste ich integrieren. Das heißt, hier werden wir so parabelförmig eine Zunahme kriegen, einen Wendepunkt an dieser Stelle, wo das Maximum ist. So würde hier die Spannung mehr oder weniger zunehmen und dann hier in diesem nächsten Intervall würde sie dann parabelförmig abnehmen. Tatsächlich in der Realität hätten wir hier deutlich geringere Welligkeiten, zumindest relativ auf den Mittelwert. Wie schon gesagt, wir hätten jetzt hier eine Änderung, das wäre die Änderung Delta UA.
um diesen Mittelwert herum. Und wenn man den Kondensator richtig dimensioniert, und dafür wollen wir jetzt die Formel ableiten, wäre diese Änderung plus 1% vom Mittelwert. Deswegen hier bewusst sozusagen übertrieben dargestellt, damit wir das einzeichnen können. Und jetzt ist die Frage, okay, wie kann ich das bestimmen? Tatsächlich die Vorgehensweise, um das zu bestimmen, ist jetzt, dass wir von der Grundgleichung der Kapazität ausgehen. Und zwar nicht von der Grundgleichung IC ist gleich C DUC nach DT, das kommt zwar aufs Gleiche raus, sondern von der Grundgleichung C mal U ist gleich Q. Das heißt, wir sagen jetzt an dieser Stelle Ausgangskapazitätswert CA mal Delta UC ist das Gleiche wie die Ladungsmenge Delta Q, die jetzt während einer Periode auf den Kondensator gebracht wird. Ja, das heißt, hier können wir sagen an der Stelle, es wird eine Ladungsmenge auf den Kondensator gebracht, zum Beispiel diese positive Ladungsmenge plus Delta Q, um den Kondensator aufzuladen von seinem Minimalwert auf einen Maximalwert. Und dabei ändert sich jetzt die Spannung um den Wert Delta UC bzw. Delta UA, wenn wir das so spezifizieren. Und wir müssen jetzt natürlich vorgeben, ähnlich wie bei der Induktivität, müssen wir hier den Wert vorgeben, Delta UA, mit dem wir maximal rechnen dürfen oder den wir maximal uns erlauben dürfen in der Schaltung. Wie gesagt, typisch 1% von dem Mittelwert. Das ist sozusagen der Vorgabewert und daraus können wir jetzt die Dimensionierungsgleichung für die Kapazität ableiten. Das heißt, hieraus folgt unmittelbar, CA wäre an dieser Stelle Delta Q durch Delta UA. Wir sehen schon eins, je geringer die Welligkeit sein soll, desto größer muss der Kapazitätswert sein. Jetzt wollen wir diese Ladungsmenge Delta Q bestimmen. Tatsächlich kann man durch geometrische Überlegungen drauf kommen, ist die Dauer dieses Intervalls, sowohl des Intervalls, wo wir eine positive Ladungsträgermenge reinkriegen, als auch des Intervalls, wo wir eine negative Ladungsträgermenge während einer Periode draufbringen, immer gleich der halben Periodendauer. Sonst wäre es hier nicht der Mittelwert, beziehungsweise sonst wäre hier nicht der Mittelwert gleich 0. Das ist die Voraussetzung, dass hier der Mittelwert gleich 0 ist. Und damit kann ich sagen, okay, diese Ladungsträgermenge Delta Q, die ich dort schraffiert habe, ist jetzt nichts anderes als die Fläche unter diesem Stromverlauf. Das heißt, ein halb Delta IL halbe multipliziert mit T halbe. Das ist die Ladungsträgermenge Delta Q. Und damit können wir jetzt umschreiben, unser Ausgangskondensator muss jetzt an dieser Stelle sein, CA gleich 1/8 Delta IL durch Delta UA mal, und jetzt ersetzen wir hier noch T durch die Schaltfrequenz 1 durch F, und das ist dann die typische Dimensionierungsgleichung für den Kondensator bei diesem Tiefsetzsteller bzw. Abwärtswandler. Jetzt hier auch wiederum ein paar Anmerkungen, deswegen schreibe ich hier eine 1 hinzu. Tatsächlich, diese Dimensionierungsgleichung ist nur eine Gleichung für den Kapazitätswert und ist lediglich eine von zwei, die wir haben. Das heißt, wir werden gleich sehen, diese Dimensionierungsgleichung ist eigentlich nur gültig, falls der sogenannte ESR, der Ersatzserienwiderstand des Kondensators, gegen 0 geht. Dann wäre das die Dimensionierungsgleichung, nach der ich den Kondensator auswählen muss. In der Realität, werden wir gleich sehen, muss ich noch eine zweite Bedingung berücksichtigen, um den Kondensator tatsächlich richtig auswählen zu können. Anmerkung, ein Kondensator wird nicht nur nach dem Kapazitätswert ausgewählt. Das heißt, die Auswahl erfolgt jetzt anhand von dem Wert CA, einerseits sozusagen den Wert CA, den Kapazitätswert. Dann habe ich aber auch noch weitere Größen, nachdem ich einen Kondensator auswählen muss. Ich brauche die Spannung, das heißt tatsächlich die maximale Spannung am Kondensator. Zum Beispiel, wenn wir einen DC-DC-Wandler haben, jetzt mit einer Ausgangsspannung von 5 Volt, würde ich einen Kondensator nehmen mit 6,3 oder 12 Volt maximal zulässiger Spannung. Das ist der zweite Wert, nachdem wir den auswählen müssen. Und dann noch zusätzlich, bei Kondensatoren in der Leistungselektronik muss ich zusätzlich den Rippelstrom, den Wechselstrom berücksichtigen. Das heißt hier den maximal zulässige Wechselstrom, typisch als Effektivwert angegeben. Und da muss man jetzt genau ins Datenblatt reingucken, wie der spezifiziert ist bei Kondensatoren, die für die Leistungselektronik gedacht sind. Ist der häufig bei höheren Frequenzen, zum Beispiel 100 kHz oder sowas, spezifiziert. Achtung, bei Elektrolytkondensatoren, die für Netzanwendungen gedacht sind, ist häufig dieser RMS-Wert für 50 bzw. 100 Hertz Welligkeit angegeben. Das heißt, das ist nicht unbedingt der, den wir haben bei einer hohen Schaltfrequenz. Hier zum Beispiel unsere Periodendauer wären zum Beispiel 10 Mikrosekunden entsprechender Schaltfrequenz von 100 kHz, dann müsste man diesen Rippelwert für 100 kHz annehmen. Und ein weiterer
höherer Wert, der wichtig ist. Ich male den jetzt mal in Klammern, wäre der Ersatzserienwiderstand RESR. Dazu wollen wir uns gleich noch was angucken des Kondensators, weil der tatsächlich bestimmt, wie groß die Verluste sind, die in diesem Kondensator entstehen. Und er wird auch maßgeblich sein an dieser Stelle eigentlich für die Welligkeit. Das heißt, wir wollen jetzt hier noch mal uns angucken, den realen Kondensator mit ESR, mit diesem Ersatzserienwiderstand. Was bedeutet das? Das heißt, der reale Kondensator kann nicht nur beschrieben werden durch eine ideale Kapazität, sondern hat zumindest als weiteres Element einen RESR oder manchmal nur ESR bezeichnet. Das heißt, das hier wäre der reale Kondensator, bestehend aus einem idealen Kondensator und diesem Ersatzserienwiderstand. Und jetzt haben wir tatsächlich hier zwei Anteile, wenn wir die Spannung über den Kondensator betrachten. Das heißt, habe ich hier die Spannung UC. Sehen wir, diese Spannung UC wird sich jetzt aus zwei Anteilen zusammensetzen. Das heißt, tatsächlich werde ich einen Spannungsanteil hier kriegen, UCI, den Spannungsabfall über dem idealen Kondensator, und ich werde einen zweiten Anteil kriegen, einen Spannungsabfall über dem ESR. Nennen wir das UR-ESR von T. Und tatsächlich, dieser zweite Anteil wird jetzt verursacht werden durch den Strom, der durch den Kondensator fließt, ähnlich wie diese Spannungswelligkeit. Und das, was wir bisher betrachtet haben, war nur der Anteil der Spannungswelligkeit hier über diesem idealen Kondensator. Das heißt, diese Spannungswelligkeit hier, diese parabelförmige, aus der wir diese Dimensionierungsgleichung abgeleitet haben, beschreibt jetzt sozusagen nur den Anteil, den wir haben, falls wir diesen reinen idealen Kondensator haben. Bei realen Kondensatoren haben wir noch zusätzlich diesen Spannungsanteil für diesen ESR. Das heißt, sagen wir kurz, diese Gleichung 1 beschreibt nur das hier UCI von T. Das heißt, diese Gleichung, die wir hier oben abgeleitet haben, und gibt uns dafür die Dimensionierung. Das heißt, so wie wir das hier oben dargestellt haben, gilt eigentlich nur für RESR gegen 0, weil dann ist der Spannungsabfall am Kondensator gleich dem Spannungsabfall am idealen Kondensator mit ESR. Das heißt, diesem Widerstand RESR müssen wir zusätzlich den Spannungsabfall an dem ESR berücksichtigen. Das heißt, dann haben wir zusätzlich einen Spannungsabfall UR ESR von T, der ist IC von T mal RESR. Und häufig gilt jetzt, das hängt zusammen mit den Phasenverschiebungen, die wir sozusagen kriegen zwischen Strom und Spannung, beziehungsweise wegen dem unterschiedlichen Verhalten, wie ein Strom eine Spannungsänderung an der Kapazität und einem Widerstand verursacht. Häufig gilt, dass die Spannungswelligkeit fast gleich ist wie die Spannungswelligkeit an diesem ESR. Das heißt, häufig gilt, Delta UA ist ungefähr gleich, nennen wir es Delta URESR. Und Delta URESR wird sein nichts anderes als Delta IL mal RESR. Warum? Gehen wir nochmal hier oben zurück. Wenn wir jetzt sagen, wir haben hier diesen zweiten Spannungsanteil, dann wird er ja auch von diesem Strom IC verursacht, IC von T. Und am ohmschen Widerstand kriegen wir eine Spannung, die proportional ist zum Strom, der dort durchfließt. Das heißt, die maximale Änderung für diesen Anteil RESR wird die maximale Änderung sein des Stromes multipliziert mit dem Wert ESR, weil der Stromverlauf und der Spannungsverlauf an diesem Ersatzserienwiderstand proportional zueinander sind. Das heißt, hier diese Spannung URESR, die aufmalen wollten, hätte an dieser Stelle so diesen dreieckförmigen Verlauf mit diesem Spitzenwert Delta URESR. Und tatsächlich wird es im Regelfall so sein, dass tatsächlich die Welligkeit fast ausschließlich beschrieben wird von diesem Wert Delta URESR. Und dann kann man Folgendes sagen, darin kriegen wir eine zweite Dimensionierungsgleichung. Das heißt, aus dieser zweiten Gleichung folgt dann eine zweite Dimensionierungsgleichung, dass wir sagen können, RESR muss kleiner sein als Delta UA durch Delta IL. Das heißt, wenn wir jetzt hier sagen, okay, Delta UA ist gleich Delta RESR, setzen das dann sozusagen hier ein und lösen das nach RESR auf, dann müssen wir einen Kondensator wählen, der jetzt einen ESR hat, der kleiner ist als dieser Quotient. Typisch ist es so, wenn wir einen Kondensator gewählt haben, der diese Bedingungen erfüllt, zumindest bei Elektrolytkondensatoren, haben wir automatisch auch diese erste Bedingung erfüllt. Dann ist meistens der Kapazitätswert größer als der, den wir mit dieser Formel kriegen. Das heißt, real müssen wir eigentlich beide Dimensionierungsgleichungen erfüllen, um den Kondensator richtig auszuwählen. Das heißt, das ist die zweite Dimensionierungsgleichung für die Kapazität.